guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie ist Jessica Sidor aus Münster. Ja, hallo, mein Name ist Jessica Sidor. Ich komme aus Münster und was war jetzt die erste Frage? Ich bin in Göttingen, weil ich meinen Freund besuche, den berühmten Schauspieler. Warum bin ich nicht, aber ja, eigentlich. Berühmt ist er. Genau. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, weil meine schauspielerische Leistung ja auch ziemlich gut ist, wie ihr bestimmt gemerkt habt. Nein, Spaß. Genau, ich bin sonst Studentin und... Oh, deine Sherpa, Miss Krefeld bist du auch. Genau, Miss Krefeld bin ich auch. Die Sherpa ist leider jetzt gerade oben. Ja. Aber du kannst doch hervorragend Deutsch. Ich glaube, sie kommt aus Polen und zwar aus Warschau. Genau, ich komme aus Polen. Wieso kannst du so gut Deutsch? Das merkt man bei ihr gar keinen Akzent. Ich bin mit 2 Jahren hier hingekommen und deswegen spreche ich ziemlich gutes Deutsch. Aber die Rechtschreibung und das andere hapert dann doch noch ein bisschen. Das mache ich, das macht der Inder. Lass das mal der Inder machen, der macht besser. Und was auch eine Frage hatte ich gehabt, ja, warum bist du in Göttingen? Du wolltest einfach hier irgendwie Werbesport drehen für genau. Das tolle Audi-Zentrum. Habt ihr kein Audi im Zentrum in Münster? Doch, ein ziemlich großes sogar. Bloß als wir, in Göttingen? Oh, okay. Weil ja. Man am Münster vorbeikommen. Auf jeden Fall, aber ich habe gehört, dass das Audi-Zentrum hier ziemlich süß sein soll, was du ja nicht so gerne hörst. Es ist sehr charmant, das Zentrum hier. Und Leute sind sehr nett. Carsten, ein guter Freund von mir. Absolut. Und Friederike Runge hat uns auch sehr viel geholfen. Haben wir Cappuccino getrunken. Ich weiß, der Kaffee war sehr lecker. Sehr lecker. Das stimmt allerdings. Und was sind deine zukünftigen Pläne, sozusagen? Was würdest du gerne machen? Also wir haben ein bisschen geplant, dass du mir Polen zeigst, meine Lieblingsstadt Stettin. Und dann nach Warschau und dann kommst du nach Indien. So haben wir geplant. Würde ich auch sagen. Tschüss. Dankeschön, danke Oliver. Tschüss. Vielen Dank, Oliver hat uns sehr viel geholfen. Oliver Clark, einer sehr bekannter Regisseur aus Göttingen. Wir haben zusammen gearbeitet. Dieser Film heißt Hade und die Göre. Topfilm. Topfilm. Die Fortsetzungen werden noch besser. Tschüss. Ja. Chapeau. So, und der Gerrit hat auch viele Fotos gemacht. Kamil, kannst du die Kamera schwenken? Ja. Ein guter Freund von mir, der macht tolle Fotos, wohnt in Göttingen. Und deine Familienname ist sehr schwer zu merken. Gerrit und weiter. Du kennst meinen Nachnamen nicht? Doch, Eckers. Eckers, ja. Mit Doppel-G. Aber du kannst auch meinen Familiennamen nicht. Okay, mein Familienname ist eigentlich Prashant Prabhakar, aber ich bin bekannt als jetzt Prashant Jaiswal. Prashant Jaiswal? Und du hast mir gestern am Telefon gesagt, Jessica... Jessica Sidor Jaiswal. Jessica Sidor Jaiswal. Hast du gehört? Künstlername passt schon mal dazu. Nee, Jessica Jaiswal hört sich gut an. J, J. Ja, JJ. Aber um da hinzukommen, muss man ein bisschen arbeiten, ne? Auf jeden Fall müsstest du mir erstmal ein Auto kaufen. Gut. Gut. Ich kann ein Auto klauen, weil ich irgendwie ein bisschen Obwohler bin. Weil mein bester Freund heißt Vladi. Der Besitzer von Villa Cuba und Nautilbar. Und wir können zusammen arbeiten. Dann gehen wir zum Beispiel zum Indienhaus indisch essen und dann... Auf dem Parkplatz finden wir dann ein Auto. Ja, toll! Oh, toll, toll, toll. Zusammenarbeit. Polnisch-indische Kultur. Kultur oder Kraft oder Power. Dankeschön, Kamera auf bitte. Jetzt müssen wir weitermachen.